Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, unglaublich, ihr werdet staunen. Hier geht es um Bier und es geht um Rasen. Und ich habe hier einen wahnsinnigen Tipp. Schaut euch das Video auf jeden Fall bis zum Ende an, vor allem bevor ihr kommentiert. Ein unglaublicher Tipp, der einen zum Staunen bringt, ist nämlich Rasen mit Bier zu düngen. Das soll wohl wahnsinnige Ergebnisse erzielen. Am besten wirkt es bei Rasen, der verbrannt ist oder bei Rasen, wo zum Beispiel häufig ein Hund uriniert, der dadurch auch so richtig schön verbrannte Stellen bekommen hat. Das soll man wunderbar mit Bier wieder wegbekommen und zwar im Verhältnis 1:2. Das heißt, ein Teil Bier, zwei Teile Wasser. Und ja, ich würde sagen, ich habe eigentlich alles, was man braucht. Wir nehmen erstmal eine Gießkanne. Ich weiß nicht genau, wie viel von einem Bier-Wasser-Gemisch wird man ungefähr brauchen, bis das so eine Wirkung auf den Rasen hat. Dazu gießen wir jetzt erstmal mit der Gießkanne einfach so ein bisschen ab. Und dann gucke ich mal, wie viel Bier ich tatsächlich hier brauche, um meine Rasenfläche damit zu behandeln. Die Gießkanne steht da und ich werde jetzt einmal mal 10 Liter Wasser abgießen. Das heißt, das wären dann zwei Teile Wasser, ein Teil Bier. Ich würde ungefähr 3 Liter etwas mehr Bier brauchen pro Gießkanne und den Rest würde ich dann mit Wasser aufkippen. Schauen wir erstmal, wie weit ich komme. So, hier habe ich jetzt meine Gießkanne mit Wasser. Hier sind 10 Liter drin und es sollen ja ein Teil Bier, zwei Teile Wasser sein. Das heißt, hier kommen nachher genau 3,3 Periode Liter Bier rein auf 6,6 Periode Liter Wasser. Das ergibt dann das Mischverhältnis 1:2, also ein Teil Bier, zwei Teile Wasser auf 10 Liter. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir mit einer Gießkanne kommen. Wir müssen natürlich auch so ein bisschen was reinrieseln in den Rasen, dass das natürlich nachher auch Wirkung hat. Und dann wissen wir, wie viel Bier wir nachher benötigen, um hier eine Rasenfläche, in meinem Fall, von 120 Quadratmeter damit zu düngen. Ich lege einfach mal los. Ich fange jetzt hier an und gieße das mal rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, sieben und das Ganze ungefähr von der Gießbreite her, Goodwill war es ein Meter. Also haben wir hier 7 Quadratmeter mit einer Gießkanne gegossen. Wobei, wenn wir ehrlich sind, von der Breite her war es kein ganzer Meter, eher ein bisschen weniger. Sagen wir also einfach mal, um es auch einfacher zu rechnen, 6 Quadratmeter mit 10 Liter Gießkannenvermögen haben wir jetzt hier einmal benessen können. Das heißt, wie viel Bier brauchen wir für 120 Quadratmeter, brauchen wir dann also 20 Gießkannen. Das macht dann in Summe, wenn man es im Mischverhältnis oder pro Gießkanne sagt, 3,3 Liter, sind es ca. 60 Liter Bier. Ein bisschen mehr sogar noch, wenn man es draufrechnen will. Also würde ich sagen, 60 Liter Bier müssen her, damit wir hier den Rasen düngen können. So, die Dose hier hatte ich auch noch, das packe ich nur mit drauf. Und dann würde ich sagen, machen wir uns noch mal ein lecker Fläschchen auf. Und dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Die Menge reicht noch nicht aus. Das ist ein Kasten Bier, da sind 30 Flaschen drin. A033 ist das, das macht also gut 10 Liter Bier. Das bedeutet, ich bräuchte 6 von diesen Kisten und die müssten dann auch noch voll sein. Ihr könnt es ja sehen. Bei mir ist der Kasten nicht mehr ganz voll. Ja, und jetzt sind wir mal ehrlich, ich würde sagen, auf eine Runde Bier erzähle ich euch mal, was ich tatsächlich von solchen YouTube-Videos hier halte. Ja, auf euer Wohl, das ist jetzt mein Feierabendbierchen. Ich nehme mal einen Schluck. Wenn man viel redet, muss man zwischendurch auch mal was trinken. Ja, was hat das jetzt mit dem Bier auf sich? Ich bin durch einen Zuschauer, muss ich ehrlicherweise sagen, auf solche Videos aufmerksam geworden. Es ist auch nicht nur dieses eine Video, was mich stört. Es sind viele andere, wo einfach Unsinn gemacht wird. Es gab zum Beispiel auch neulich so ein Video, wo man mit Cola auf Pflasterstein Moos entfernen soll. Da habe ich mir gedacht, Leute, am anderen Ende regt man sich dann wieder auf, dass die Wespen oder die Ameisen kommen, das Zucker von der Cola
zieht natürlich die Insekten dann an und die möchte man vielleicht auch nicht gerade in seinen Pflasterstein haben, dass das nachher alles untergebuddelt wird und die dann absacken. Also auch totaler Schwachsinn. Und jetzt halt dieses Biervideo, sind wir mal ganz ehrlich, was soll das bringen? Ich habe euch ja gesagt, ich bräuchte 60 Liter Bier für meinen Rasen, nur um diese Fläche, die eine Fläche zu düngen von 120 Quadratmeter. Und da ist die Frage, ob das dann immer noch ausreicht oder ob ich da vielleicht nochmal den einen oder anderen Liter nachkippen muss. Was kostet so ein Kasten? Hier so ein Kasten Bier kostet, sagen wir mal, im Angebot 10 Euro. Ich bräuchte 6 Kästen davon. Das macht 60 Euro, um meinen Rasen mit Bier zu düngen. Das ist erstmal natürlich viel, viel teurer als normaler Rasendünger. Zweitens sollte man sich die Frage stellen, warum ist der Rasen überhaupt verbrannt? Warum gibt es solche Stellen? Auch wenn zum Beispiel der Hund auf dem Rasen uriniert, kann man durch regelmäßigen Wässern diesen Hundeurin verdünnen. Und dadurch wird der Rasen gar nicht so schnell gelb oder so stark gelb. Also da braucht man jetzt kein Bier drauf kippen, dass man das damit wieder hinbekommt. Verbrannter Rasen entsteht meistens, weil er auch nicht ausreichend oder weil er falsch gewässert wird. Also das heißt, hier kann man definitiv richtig wässern. Und wenn man einen guten Rasen hat, verbrennt er auch nicht so schnell, wenn man ihn richtig pflegt. Das heißt, er sollte vernünftig gedüngt werden. Aber halt nicht mit Bier. Was passiert denn, wenn ich meinen Rasen mit Bier dünge? Schauen wir uns einfach mal an nach dem deutschen Reinheitsgebot, was eigentlich in Bier drin ist. Wir nehmen jetzt mal so die Produkte raus, die für uns hier interessant sind. Das ist zum einen erstmal Hefe und Kohlenhydrate, also einfacher Zucker. Und ja, was macht die Hefe? Wofür ist Hefe bekannt? Ich weiß auch mal gar nicht, warum Hefe als Pflanzendünger angepriesen wird. Am Ende ist Hefe ein Pilz. Und das bedeutet, dass das natürlich auch Pilzwachstum zum Beispiel im Rasen begünstigt. Wenn man Pech hat und seinen Rasen ständig mit Bier düngt, dann hat man irgendwann diese schönen Hexenringe auch. Vor allem, wenn auch allgemein das Wasser am Rasen relativ schlecht abfließen kann. Also das ist schon mal so der erste Punkt, wo ich sage, macht eigentlich gar keinen Sinn, hier mit Bier zu düngen, weil am Ende fördert das einfach nur das Pilzwachstum im Rasen. Und vor allem das Ganze durch die Kohlenhydrate, durch Zucker, ist am Ende auch so, dass das dadurch sogar noch beschleunigt werden kann. Zum wichtigsten Punkt kommen wir gleich noch. Erstmal ist natürlich in Bier auch noch Alkohol drin, das sind so um die 5%. Hier in meinem Fall sind es 4,9. Und ja, Alkohol ist ein Zellgift. Das heißt also, wer zu viel davon zu sich nimmt, schädigt sich. Und das Gleiche natürlich beim Rasen. Zellgift ist kein Dünger. Und Alkohol düngt auch nicht. In groben Maßen ist Alkohol schädlich und somit natürlich auch für den Rasen. Aber was das Allerschlimmste eigentlich ist und ja, wodurch jetzt wahrscheinlich jeden von euch, auch gerade vielleicht in diesem Jahr, weil viele Probleme damit hatten, bewusst werden sollte, dass solche Videos tatsächlich ja Schwachsinn sind. Durch den Geruch von Bier werden hauptsächlich Schnecken angelockt. Und Schnecken möchte eigentlich niemand in seinem Garten haben, vor allem nicht, wenn er schöne Pflanzen hat, die gehen gerne an Hortensien dran zum Beispiel, oder sich Gemüse anbaut, dann lockt ihr die Schnecken durch das Bier einfach nur noch an. Die kommen durch den Geruch. Es gibt auch die sogenannten Bierfallen. Das heißt, wenn man die aufstellt, die Schnecken verenden da leider qualvoll. Aber die Schnecken werden von diesen Bierfallen angezogen. Und ja, so auch, wenn ihr dann quasi den Rasen damit düngt. Das heißt, wenn ihr überall Bier auf dem Rasen habt, A, stinkt es. B, lockt es die Schnecken an. Ihr habt die dann natürlich auch überall im Garten, wo ihr sie nicht haben wollt. Dann haben wir wieder das Problem, wie loswerden. Das war dieses Jahr ein dolles oder großes Problem, weil es viel geregnet hat. Ich habe viele Nachrichten davon euch bekommen. Aber ich denke, das sollte eigentlich einleuchtend sein, dass es Schwachsinn ist, den Rasen mit Bier zu düngen. Und mich ärgern einfach solche Videos. Das ist wie in der Fitnessbranche, wenn alle Leute diesen Bauchwecktrainer mit Strom da anbieten. Die Dinger bringen auch nichts. Ja, es werden einfach so Titel gemacht, Clickbait, es ist unglaublich, du wirst staunen. Ich habe es natürlich jetzt hier auch gemacht, um einfach mal über dieses Thema aufzuklären, dass es wirklich Schwachsinn ist. Wenn ihr euren Rasen was Gutes tun wollt, mäht ihn regelmäßig, vertikutiert ihn im Frühjahr und im Herbst, düngt ihn regelmäßig und ja, dann braucht ihr auch kein Bier dafür zu nehmen, dann reicht das vollkommen aus. Mir ist auch noch nicht bewusst, dass irgendwer, der wirklich einen piekfeinen englischen Rasen hat, der das dann am Ende mit Bier gedüngt hat. Man muss sich sonst auch nur mal angucken. Ich meine, gut, das ist jetzt auch ein Vorurteil, wie der Rasen bei den Personen, die solche Videos machen, aussieht am Ende. Da stellt sich mir die Frage, warum sieht dein Rasen so vergurkt aus, wenn du ihn ja, mit Bier gedüngt hast? Hat es vielleicht doch keine Wirkung gehabt. Ich möchte hier auch keinen Hate machen oder irgendjemanden angreifen, aber das sind einfach Videos, die helfen niemandem weiter.
Das schädigt am Ende meiner persönlichen Meinung nur. Und deshalb finde ich, das Bier ist zum Trinken da und nicht zum Düngen vom Rasen. Und am anderen Ende muss man halt auch sagen, ist es halt einfach viel zu teuer und die anderen Gründe habe ich euch genannt. Also, ich hoffe, mir ist keiner böse, dass ich euch so ein bisschen hier erstmal mit dem Titel gelockt habe. Hauptsächlich wollte ich aufklären. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon meint. Ich lasse mir mein Bier jetzt noch schmecken und wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.